Leute, schön, dass ihr da seid. Eine liebe Zuschauerin hat mich darum gebeten, mal ein Video darüber zu machen, was eigentlich passiert, wenn Flugbegleiter schwanger werden. Und eine andere Zuschauerin hat mich gefragt, ob man auch als Mami Flugbegleiterin werden kann. Und diese beiden Fragen möchte ich heute beantworten. Wie ihr vielleicht auch schon gehört habt, gibt es im Flugzeug eine Strahlenbelastung. Und auch wenn diese Strahlenbelastung nicht besonders hoch ist, kann sie einem ungeborenen Kind schaden. Vor allem in der Zeit, in der sich gerade die Organe ausbilden. Und deswegen werden Flugbegleiterinnen, sobald sie von ihrer Schwangerschaft erfahren, sofort in den Innendienst oder an den Boden versetzt. Es ist ja grundsätzlich mal so, dass wir Frauen, sobald wir schwanger werden, verpflichtet sind, es so schnellstmöglich unserem Arbeitgeber zu sagen. Normalerweise würden wir aber wahrscheinlich alle ein bisschen abwarten und würden wahrscheinlich auch warten, bis die kritischen 3 Monate um sind. Das sollte man als Flugbegleiterin aber nicht machen, denn gerade in den ersten 3 Monaten bilden sich ja die Organe aus und das ist ja gerade die kritische Zeit und deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass man es, sobald man es weiß, wirklich dem Arbeitgeber sagt und nicht mehr fliegt. Jetzt werden wahrscheinlich einige sagen, ja Moment, aber als Passagier darf man ja noch fliegen und man darf sogar noch hochschwanger fliegen. Ja, das ist so, aber als Flugbegleiterin seid ihr viel, viel häufiger der ganzen Strahlenbelastung ausgesetzt, als wenn man jetzt als Passagier einmal in Urlaub fliegt und wieder zurück. Und dann gibt es ja nicht nur die Strahlenbelastung, sondern auch noch die körperliche Belastung. Ihr hebt ziemlich schwer im Flugzeug. Teilweise müsst ihr schwere Boxen von oben rausholen und das ist natürlich dann auch nicht so gut fürs Baby. Und dazu kommt eben auch noch, dass man nie weiß, wie man so eine Schwangerschaft verträgt und das natürlich sein kann, dass euch übel ist, dass ihr Kreislaufprobleme bekommt und so weiter und so weiter. Und dann seid ihr natürlich auch generell anfälliger und es kann eben sein, dass es euch dann an Bord schlecht geht. Das sind alles so Gründe, warum man einfach sofort an den Boden versetzt wird. Entweder macht ihr dann Arbeiten im Büro oder könnt am Check-in-Schalter arbeiten, je nach Airline. Oder vielleicht gibt es auch Aufgaben, die ihr übernehmen könnt, in eurer Station zum Beispiel. Ansonsten gelten da natürlich die ganz normalen Mutterschutzgesetze. Anders sieht es natürlich aus bei Airlines im Ausland, wie zum Beispiel bei Emirates. Bei Emirates ist es so, dass ihr euren Job verliert, wenn ihr schwanger werdet, weil es dort keinen Mutterschutz gibt. Deswegen, wenn ihr also plant, Kinder zu kriegen, dann schaut euch vorher auf jeden Fall die Airline ganz genau an. Und bei deutschen Airlines habt ihr dann natürlich kein Problem, aber wenn ihr jetzt ins Ausland geht, dann müsstet ihr das schon nochmal genau checken. So, wie ist es denn jetzt aber, wenn man schon Kinder hat und Flugbegleiterin werden möchte? Ist das überhaupt möglich? Ja, ihr könnt auch als Mami Flugbegleiterin werden. Natürlich müsst ihr eben gewährleisten, dass ihr eine Betreuung für euer Kind habt. Und auch wenn ihr jetzt zum Beispiel Mitte 30 seid und 1 oder 2 Kinder habt, heißt das nicht, dass ihr deswegen schlechtere Chancen habt, genommen zu werden als die jüngeren Kolleginnen. Denn als Mami seid ihr stressresistent, ihr habt auch schon ein bisschen Lebenserfahrung und das kommt bei den Airlines natürlich auch gut an. Im Auswahlverfahren gibt es ja dann immer Einzelgespräche und in diesem Einzelgespräch werdet ihr dann auch gefragt werden, wie ihr euch das vorstellt mit dem Kind und wie die Kinderbetreuung denn aussehen kann. Die Airline möchte natürlich dann sicherstellen, dass sie auf euch zählen kann, dass ihr trotz dem Kind flexibel seid. Da Flexibilität in dem Job wirklich sehr, sehr wichtig ist, solltet ihr euch, bevor ihr euch bewerbt, überlegen, ob ihr auch wirklich eine flexible Betreuung habt für das Kind. Kann diese Betreuung wirklich immer und kann sie vielleicht auch mal länger, falls euer Flug zum Beispiel verspätet ist oder ihr aufgrund von einem Streik irgendwo festhängt? Das kann ja auch immer passieren. Es ist nicht immer gewährleistet, dass ihr auch wirklich an den Tagen heimkommt, an denen ihr heimkommen sollt. Es gibt Streiks, es gibt Vulkanausbrüche und andere Naturkatastrophen, die verhindern, dass ein Flug starten kann und dementsprechend kann es immer mal zu Verzögerungen kommen. Natürlich im besten Fall nur von ein paar Stunden und nicht von ein paar Tagen, aber sowas kommt eben auch vor. Und deswegen wäre es ganz, ganz wichtig, dass ihr eine flexible Betreuung habt. Wenn ihr jetzt nicht mehrere Tage am Stück weg sein wollt unbedingt, sondern eher abends zu Hause sein wollt, dann rate ich euch, euch bei Germanwings oder Lufthansa Cityline zu bewerben. Da seid ihr, soviel ich weiß, die meisten Abenden zu Hause. Es kann vielleicht auch mal vorkommen, dass ihr eine Übernachtung irgendwo im nahen Ausland habt, aber ich glaube, das ist sehr, 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 sehr selten. In den meisten Fällen kommt ihr abends wieder zurück. Falls ihr euch jetzt aber dazu entscheidet, Langstrecke zu fliegen und ihr wisst, okay, ihr könnt auch auf euren Betreuer oder die Betreuerin zählen und die Kinder sind da gut versorgt,
und es ist absolut kein Problem für euch, dass ihr mal ein paar Tage am Stück weg seid, dann könnt ihr euch natürlich auch bei Lufthansa Classic bewerben oder bei anderen Airlines. Es gibt verschiedene Teilzeitmodelle. Unter anderem gibt es zum Beispiel ein Teilzeitmodell, in dem ihr einen Monat voll fliegt und einen Monat gar nicht. Dann seid ihr einen kompletten Monat zu Hause. Es gibt ein Teilzeitmodell, in dem ihr einfach nur die Hälfte der Flüge macht im Monat. Und da gibt es aber ganz, ganz verschiedene. Und das ist halt wirklich je nach Airline anders. Wenn ihr zu den Teilzeitmodellen konkrete Fragen habt, dann fragt am besten einfach direkt bei den Airlines nach. Denn jede Airline hat da unterschiedliche Angebote. Es ist auf jeden Fall nicht unmöglich, als Mami Flugbegleiterin zu werden. Es erfordert ganz bestimmt viel, viel mehr Organisation, als wenn ihr alleine wärt, aber es ist auf jeden Fall machbar. So ihr Lieben, ich hoffe jetzt, das Video hat euch gefallen und war hilfreich für euch. Wenn ja, dann gebt ihm gerne einen Daumen nach oben und abonniert meinen Kanal. Das würde mich wahnsinnig freuen. Und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Bis dann. Tschüss.